Und damit herzlich willkommen zurück, beziehungsweise nicht zurück, auch wenn die Musik die gleiche geblieben ist. Willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Stalker, Clear Sky, nicht, Clear, doch, Clear Sky? Ich glaube Clear Sky, nee, ja genau, Clear Sky, Net Call of Pripyat, das sollte ich eigentlich neu anfangen, scheißegal. Wir fangen ein neues Spiel an. Ich habe schon Optionen gemacht. Sehen wir Maximum, sehen wir Maximum, sehen wir Maximum, machen wir Maximum. Hier haben wir nicht Maximum, hier haben wir Minimum. Spiel haben wir noch keine Schwierigkeit. Waffe anzeigen, NSC anzeigen, dynamisches Fadenkreuz. Neues Spiel machen wir Stalker oder ja, Stalker, ich glaube. Und den Ladescreen kennen wir auch schon. Es hat sich nicht viel verändert, außer der Grafik. Und der Story. Die Musik gefällt mir schon mal wie im alten Teil sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es noch nie angefasst. Noch nie in Hand gehabt. Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja beim letzten. Ich habe kurz mal. Um genau zu sein, müssen wir uns keine Sorgen machen. Laut unserer Forschungsergebnisse wird es mindestens 2 Monate, 4 Tage und 7 Stunden bis zur nächsten Emission dauern. Die Stärke wird 3 auf der Bergmann-Skala betragen. Das entspricht 2.13. Da kam wohl die nächste Emission. Ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, ich habe niemals zuvor so etwas gesehen. Das Enzephalogramm zeigt zwar große Schäden am Nervensystem, aber die restlichen Indikatoren könnten einfach nicht besser sein. Das ist recht erstaunlich. Vielleicht hat das etwas mit der Emission zu tun? Ja, mit Sicherheit. Auch wenn ich bis jetzt überhaupt keine vernünftige Erklärung für dieses Problem habe. Er wacht auf. Willkommen zurück in der Welt der lebenden Stalker. Wie fühlst du dich? Ja, mein Kopf brummt, alles dreht sich, ich fühle mich ziemlich miserabel. Aber, scheißegal, davor erstmal nochmal willkommen zurück zu Stalker, Clear, ja, Stalker Clear Sky. Im Gegensatz zum letzten Stalker-Teil habe ich mich nicht gespoilert. Ich weiß, dass wir der Typ vom Anfang sind. Und dass wir halt diese Emission mitgemacht haben. Aber ansonsten nichts. Ja, mein Kopf brummt, alles dreht sich, fühle mich ziemlich miserabel. Ich weiß noch, dass ich eine Expedition durch die Sümpfe geführt habe. Ein paar Wissenschaftler. Dann die Mission. Das war's. Wo bin ich? Bin ich im Himmel? Aber warum sieht er so aus wie die Zone? Dir ist nur zum Scherzen zumute, was? Das deutet darauf hin, dass du dich gut erholt hast. Mein Name ist Lebedev. Ich bin der Anführer dieser Gruppe und für jeden hier verantwortlich. Auch für dich, solange du dich hier aufhältst. Wir nennen uns Clear Sky. Und du befindest dich gerade in unserer Basis. Wir haben dich nach der Emission in den Sümpfen aufgegabelt. Ja, dann habe ich wohl Glück gehabt, ne? Glück? Das bezweifle ich. Da gibt es 3 bisher unerklärliche Tatsachen.
Erstens, hast du die Emission überlebt? Zweitens, hat dich unsere Patrouille in den Sümpfen gefunden, die hauptsächlich aus endlosem Treibsand bestehen? Und drittens, wärst du beinahe von einer Horde Pseudohunden in Stücke gerissen worden, wenn unsere Jungs nicht rechtzeitig aufgetaucht wären? Solch eine Kette von Ereignissen kommt mir nicht vor wie einfaches Glück. Wie auch immer, ich muss jetzt etwas anderes erledigen. Lass uns später weiterreden. Ja. Schöner Einstieg. Bisschen anders als bei Shadow of Chernobyl. Ich glaube, die Ereignisse an sich spielen etwas früher. Ich kann mich übrigens noch nicht bewegen, gleich erst. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, sie spielen früher. Naja, Auftrag Rede mit dem Barkeeper. Der Barkeeper? Etwa aus dem ersten Teil? Nein, ich glaube nicht. Ah, das verstehe ich nicht. So gut spreche ich kein Latein. Ja, ich weiß, dass es kein Latein ist. Oh, Grafikfehler nicht. Ja, damit jetzt willkommen zurück zu Stalker. Dieses Mal allerdings ein anderer Teil, Clear Sky. Man kann sich scheinbar nicht nur extra hinlegen. Ah, doch. Ich muss die Steuerung wieder umstellen. Keine Sorge, wir fangen gleich an. Keine Sorge, keine Sorge. Ach nee, warte mal. Kriechen. Das muss ich auf die Taste legen und das muss ich auf die Taste legen, aber das mache ich auf die Taste. Sprinten kommt darauf. Rechts, links. Okay, passt. Hat er das gespeichert oder muss ich das speichern? Ich glaube, ich bin dumm und ich muss das speichern. Ja. X. X. Das. Speichern. Okay. Ich denke, wir spielen es ähnlich wie Shadow of Chernobyl. Nur, dass ich halt dieses Mal null kenne. Hallo, Freunde. Was geht hier? Es speichert auf jeden Fall. Was war das für Geräusche? Scheinen stabile Tarnnetze zu sein hier. Ich denke, ich soll hier nicht drauf rumlaufen eigentlich. Mir gefällt die Grafik schon mal deutlich besser als im anderen Teil. Im anderen Teil haben wir ja mit Grafikmod gespielt. Die Karte ist schick. Es wird wieder angezeigt, wie viele Gegner sind. Es freut mich, dich zu sehen, junger Mann. Du siehst deutlich besser aus. Hallo, Professor Beanpole. Oder Beanpolev. Ich habe in der Zone alle möglichen Leute gesehen. Manche kommen hier an ihre Träume herzujagen. Andere suchen, nach ihren, suchen hier nach den Wundern, die die Zone breit hält. Und wieder andere sind einfach auf der Suche nach möglichst viel Beute. Warum untersucht Clear Sky die Zone? Die Menschen nehmen irrigerweise an, dass sie die wahre Natur der Zone verstehen. Manche glauben, dass es sich dabei um das Böse an sich handelt. Andere wiederum halten die Zone für ein Wunder, das zu den Menschen geschickt wurde. Wieder andere sehen in ihr nichts weiter als eine Quelle für Reichtümer. Sie liegen alle falsch. Man kann die Zone nicht verstehen, wenn man sie aus der menschlichen Warte aus betrachtet. Überhaupt sind die Menschen noch gar nicht so weit, die Zone zu verstehen. Daher sind sowohl die Aktionen der Regierung als auch der Stalker im Zusammenhang mit der Zone fehlgeleitet. Und ich befürchte, dass sie vollkommen unabsehbare Konsequenzen nach sich ziehen werden. Dies stellt eine fürchterliche Gefahr für uns alle dar. Okay, du bist klug. Aber warum hast du Haare und auf dem Bild hast du keine? Was ist die Zone eigentlich? Ach, junger Mann, wenn ich nur die Antwort auf diese Frage hätte. Wir untersuchen die Zone akribisch, um das herauszufinden. Die Zone ist als Resultat von, sagen wir, missgeleiteten Handlungen der Menschen entstanden. Und wir sind nicht in der Lage, den Ursprungszustand wiederherzustellen. Die Zone kann nicht zerstört werden und verschwindet auch nicht von selbst. Wir, Clear Sky, sind der Meinung, dass es nur einen Weg gibt, wie die Menschen überleben können. Durch Koexistenz mit der Zone. Hat er recht. Ich sehe übrigens gerade, dass er wirklich so wenig Haare oben drauf hat. Sorry. Warum gibt es in der Zone diese Erschütterung? Wissen Sie etwas darüber? Ja, wie erkläre ich das am besten? Lass es mich so ausdrücken. Jedes komplexe System in der Natur, und das schließt die Zone mit ein, strebt nach einem Gleichgewicht, solange keine destabilisierenden Kräfte von außen wirken. In den vergangenen Jahren war das hier der Fall. Die Zone war stabil und es gab keine größeren Abweichungen von der Norm. Und was ist jetzt? Wir haben eine gigantische Emission erlebt.
die die Zone grundlegend verändert hat. Das System ist instabil geworden, wurde gestört. Die Zone erzeugt eine Emission nach der anderen, pumpt sich mit derart viel Energie auf, dass meine Messgeräte durchdrehen. Und sofern wir keinen Weg finden, diesen Vorgang rückgängig zu machen, wird eine Katastrophe eintreten, die den Unfall von 1986 wie eine Silvesterparty erscheinen lässt. Die wichtigste Lektion, die man aus dieser ganzen Sache ziehen muss, ist, dass diese Störung im System nicht natürlichen Ursprungs ist, sondern eindeutig von Menschen verursacht wurde. Und ich schätze, dass es eine Reaktion der Zone auf die Plünderung ist. Aber wie wir aus Shadow of Chernobyl wissen, sind die Erschütterungen ja nicht ganz natürlich. Ich wünschte, ich wüsste, wer dafür verantwortlich ist. Das versuchen wir herauszufinden. Vielleicht wird es uns dabei helfen, die Katastrophe zu verhindern, wenn wir wissen, wer das Gleichgewicht der Zone gestört hat. Top. Ob die Menschen das wieder in Ordnung bringen können? Da die Menschen dieses Chaos verursacht haben, können sie durchaus auch in der Lage sein, es wieder zu bereinigen. Auf jeden Fall hoffe ich das sehr. Na, wie soll das funktionieren? Ich fürchte, auf diese Frage habe ich keine Antwort. Du solltest sie Lebedev stellen. Okay, bis denn. Wir heißen übrigens Söldner Narbe, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, was ich ein bisschen lustig finde. Weil es kein Name ist. So, wir gehen jetzt erstmal zu dem Barkeeper, den wir nicht kennen, leider. Zurück aus dem Jenseits. Hallo, hier gibt's Sprit. Sprit finde ich schon mal lustig. Jetzt. Während du außer Gefecht warst, bist du hier zu einer echten Legende geworden. Nicht einmal du selbst würdest einige der Gerüchte glauben, die ich so gehört habe. Aber egal, dieser Drink für einen verdammten Glückspilz geht aufs Haus. Er wird dich entspannen und dann kannst du mir in aller Ruhe deine Geschichte erzählen. Ich platze vor Neugier. Danke, aber ich würde gerne erstmal die Musik ausmachen. Es gibt nicht viel zu erzählen. Ich habe gerade eine Gruppe Wissenschaftler durch die Sümpfe geführt, als wir plötzlich von einer Mission überrascht wurden. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich bin erst hier wieder aufgehört. Also erzähl du mir, was passiert ist. In Ordnung. Dann trinkst du und ich erzähle dir von diesem Ort. Hier war es mal recht ruhig. Wir hatten uns um die Wege gekümmert, die richtigen Orte erforscht und die Zufallswege unter Kontrolle. Natürlich sind die Sümpfe nicht gerade ein Ferienparadies, aber immer noch besser als so manch anderer Ort. Ja, es war also nicht schlecht, bis zur letzten Emission. Die größte, die wir je erlebt haben. Mittlerweile beten unsere Jungs zu Gott und dem Teufel gleichzeitig, bevor sie sich aus der Basis herauswagen, weil es stets an ein Wunder grenzt, wenn sie es heil wieder zurückschaffen. Aber wir beißen uns trotzdem durch, denn unsere Jungs sind nicht wegen des Profits hier, sondern kämpfen für ihre Sache. Idioten. Wir spielen natürlich die gleiche Einstellung wie in Shadow of Chernobyl, was wir nicht so richtig durchgesetzt haben. Wir machen das, was wir für richtig halten, konzentrieren uns auf unseren Gewinn und, ne. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe Flaschen gesammelt, eine nach der anderen, und sie haben mich direkt hierher geführt. Ach was, das war ein Witz. In Wahrheit gab es dort draußen keinen Ort, der mich wollte. Und den ich wollte. Am Ende bin ich dann hierher gekommen. Zuerst in die Zone, dann zu Clear Sky. Die Typen hier sind in Ordnung und ich werde hier gebraucht. Sie kommen zurück nach einer Mission, ich schenke ihnen einen Drink ein, erzähle ein paar dreckige Witze und damit ist meine Arbeit getan. Einfach, aber wirkungsvoll. Man nennt mich hier übrigens Cold. Hallo Cold. Was diesen Ort angeht, kannst du mir verraten, wo wir hier sind? In unserer Basis. Wie du siehst, handelt es sich dabei um so etwas wie einen kleinen einsinkenden Bauernhof. Mitten in den romantischen, endlosen Sümpfen. Ich kann dir die genaue Lage nicht sagen, aber auf jeden Fall ist dies hier der letzte Ort in der Zone, wo man ganz normale Menschen treffen kann. Menschen, die dich nicht übers Ohr hauen, dir ein Messer in den Rücken rammen oder dich verbluten lassen wie ein Schwein, nur um einen Medkit zu sparen. Also so eins, was ich eigentlich sein wollte. Ich kenne mich mit der Zone eigentlich ganz gut aus, aber von Clear Sky habe ich noch nie gehört. Wie laufen die Dinge hier? Weißt du, warum du noch nie davon gehört hast? Weil zu viele Leute etwas darüber wissen wollen. Und je weniger man über uns weiß,
heißt Lebedev. Ein Mann wie ein Felsen, wenn ich das so ausdrücken darf. Er hält unsere ganze Gruppe zusammen. Dann haben wir Bianpolev, Professor Bianpolev. Er ist ein wandelndes Lexikon und ein gottverdammter Computer in einem. Und weiß mehr über die Zone als... naja, egal. Unser Techniker heißt Gray. Und er kann dir aus einer leeren Dose ein Gewehr samt Munition basteln. Bei ihm ist zwar die eine oder andere Schraube... Sehr gut. Halte den Söldner nicht mit deinen dreckigen Witzen auf. Ich muss ihn sehen. Nicht so wie die... Nun, Bruder, wenn Lebedev sagt, dass er dich sehen muss, dann muss er dich wohl wirklich sehen. Geht, wir reden später weiter. Danke, aber ich hätte gern weiter mit dir geredet. Solange ich hier bei dem Typen stehe, werde ich das so machen. Okay. Ich finde es gut, dass die Musik davon nicht beeinflusst wird. Danke. Moment. Dann können wir wieder so machen. Das ist ja dumm. Okay, wir sollen jetzt erstmal mit dem Anführer reden, mit Lebedev, oder wie der auch immer hieß. Dafür gehen wir scheinbar wieder ins Haus. Top, da kommen wir ja gerade raus. Der erste Part wird natürlich ein bisschen länger sein, weil heute viel labern, hallo. Mann, ich habe seit 3 Tagen nicht geschlafen. Oder sind es schon 4? Lass mich ein bisschen schlafen, okay? Okay. Wir können hier nicht mit jedem handeln, scheinbar. Hallo, Lebedev. Oh, schick. Das ist ja hübsch. Alter, ihr habt richtig krasse Maschinen, Jungs. Und Anzüge und sowas. Und Kisten. Habe ich schon Licht? Ja, habe ich nice. Oh, Schuhe. Da liegt eine Pistole, die wir haben. Ich schnack erstmal mit ihm. Hallo. Warst du an der frischen Luft? Du siehst auf jeden Fall besser aus. Ich werde dir die Lage schildern. Du befindest dich in der Basis von Clear Sky. Versuch nicht, dich daran zu erinnern, wer wir sind. Du hast noch nie von uns gehört. Und das mit gutem Grund. Unser Ziel ist die Erforschung der Zone. Wir sind der Meinung, dass die Zone erforscht und verstanden werden muss, damit die Menschheit weiß, womit sie es zu tun hat. Die Zone zu verstehen, ist der Schlüssel zur Koexistenz mit ihr. Denn die Zone ist ohne Zweifel das wundersamste Phänomen, mit dem es die Menschen bisher in ihrer gesamten Geschichte zu tun gehabt haben. Warum versteckt ihr euch? Ist eine dumme Frage, weil der Barkeeper uns das schon erzählt hat. Wie ich gesagt habe, wir sind Forscher. Wir versuchen, die Natur der Zone zu ergründen, ihre Ursache in Erfahrung zu bringen und die Regeln ihres Bestehens zu erfassen. Wir sind nicht auf Geld aus, gieren nicht nach Artefakten und interessieren uns nicht für Revierkämpfe mit anderen Fraktionen. Das ist der Grund, warum wir uns hier in den Sümpfen verstecken und uns auf unsere Forschung konzentrieren. Unsere Stärke ist nicht der Kampf, sondern Wissen. Das Wissen über die Zone, das wir im Laufe der Jahre gesammelt haben. Wir wissen mehr über die Zone als die Stalker und die Regierung zusammen und standen kurz davor, durch unsere Forschungen ein logisches und konsequentes Gesamtbild zu erhalten, bis vor einigen Tagen diese massive Emission auftrat. Ah, und? Wird wohl eine dieser Emissionen sein, die hier immer wieder auftreten? Ist immer noch richtig dumm, weil der Barkeeper hat uns eben schon erklärt, dass sie alles geändert hat. Mann! Nein, die Emission war unglaublich stark, stärker als je zuvor. Sie war wie ein Tornado, der über die Zone zog und sie veränderte. Jetzt ist alles anders. Die bekannten und relativ sicheren Gebiete sind nun hoch radioaktiv und voller Anomalien. Während man sich problemlos in anderen Bereichen der Zone aufhalten kann, die zuvor jahrelang unzugänglich waren. Nicht einmal die besten und abgebrühtesten Stalker wissen genau, was sie auf ihren bevorzugten Pfaden erwarten. Aber auch die Menschen haben sich verändert, was sofort deutlich wurde. Die Emission hat das empfindliche Gleichgewicht zwischen den Fraktionen zerstört. Und deswegen führen sie nun Kriege um die Kontrolle über die Gebiete der Zone. Mit anderen Worten, viele seltsame Dinge sind vorgefallen. Und ich kann das Ausmaß dieser Veränderungen noch nicht ganz erfassen. Immerhin ist die Emission erst ein paar Tage her. Wenn du mich fragst, ist das Seltsamste der letzten Tage die Tatsache, dass du überlebt hast. Wenn ich wüsste, wie ich überlebt habe, würde ich es dir sofort erzählen, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ist scheiße gelaufen, ne? Ich verstehe. Wie kann ich dir helfen?
Ich sollte besser gehen. Ich bin ziemlich geschafft, aber ich kann mich immer noch auf den Beinen halten. Wie komme ich hier raus? Es ist nicht einfach, hier herauszukommen. Nicht im geringsten. Die Sümpfe sind ein wahres Labyrinth aus Schilfgebieten und radioaktivem Treibsand. Top. Und es wimmelt hier von schrecklichen Monstern und menschlichem Abschaum. Wobei ich nicht sagen kann, was davon schlimmer ist. Nur jemand, der sich hier gut auskennt, kann dich sicher herausführen. Und von diesen Leuten haben wir gerade einmal eine Handvoll. Männer, denen ich mein Leben anvertrauen würde, ohne eine Sekunde zu zögern. Leider ist das nicht so einfach. Denn wenn ich dich gehen lasse, könnte unser Geheimnis hier schon bald gelüftet werden. Was willst du damit sagen? Wir haben hier momentan einige Schwierigkeiten. Die Emission hat die Anzahl der Anomalien in den Sümpfen verringert. Deswegen ist das Gebiet für Banditen und anderes Gesindel leichter zugänglich geworden. Es sind so viele, dass sie schon bald unsere Basis überrennen werden, wenn wir nicht etwas dagegen unternehmen. Das Problem ist, dass wir nicht unbedingt die geborenen Kämpfer sind. Aus diesem Grund haben wir immer mehr an Boden verloren. Hier ist der zweite Außenposten. Aber wir werden angegriffen. Ich wiederhole. Schon wir auf den ersten Blick erkenne ich, dass du ein Prof. Genug geredet. Unser Außenposten wird erneut angegriffen. Hilf uns dabei, den Angriff abzuwehren. Falls es irgendeinen Unterschied für dich macht. Einige der Männer, die dich gerettet haben, befinden sich gerade dort. Weißt du noch, wie man in der Zone überlebt? Ja, ein bisschen. Großartig. Begib dich zum Händler. Er wird dir eine Grundausrüstung verpassen. Gehe danach zum Außenposten. Sobald du die Basis verlassen hast, höre auf meine Anweisung. Ich werde dich führen. Ah, du bist also der neue Sidorovic. Okay, danke. Ja. Stelle ihm die Ausrüstung zur Verfügung, die er für seine Mission benötigt. Top. Danke. Wir beeilen uns mal, dass wir den Außenposten helfen. Die haben uns gerettet, da können wir ihnen auch helfen. Ich bin gleich da. Endlich. Hier, nimm diese Grundausrüstung. Sie ist speziell für Patrouilleneinsätze gedacht. Also Shotgun und Pistole, Mechser. Ja, nichts Gutes. Danke. Hey, ist es immer hier so stressig? Anweisung, dir deine Ausrüstung zu übergeben. Wir haben keine Zeit für Fragen. Die Männer brauchen deine Hilfe. Okay. Gehe mit dem Ortskundigen zum Außenposten. Okay, aber warum habe ich eine AK? Ich habe keine AK-Munition. Das Inventar gefällt mir jetzt schon besser. Alter, ist das geil. Kann keine Waffe ziehen? Was brauchst du, Stalker? Bist du bereit, zum Außenposten aufzubrechen? Ja, das bin ich. Gut, ich werde dir die Augen verbinden, solange wir unterwegs sind. Das musst du verstehen, wir müssen den Weg geheim halten. Dann gehen wir noch nicht. Ich habe Angst, nie wieder hierhin zurückzukommen. Ich würde sagen, dass wir mit dem Außenposten sind im nächsten Part und wir gucken uns diesen Part hier nochmal kurz das Lager an. Okay, wir kommen hier irgendwo hoch. Hast du noch was? Was ist denn los? Wir machen nur eine kurze Pause. Es ist schon Nacht und da draußen ist niemand. Es ist nicht Nacht. Was gibt's Neues in der Zone? Achso, das ist hier so die Standardsache. Handel? Ah, okay, sein Inventar ist jetzt auf der Seite. Moment. Entschuldigung, ich muss... Ja, lach doch jetzt nicht. Ich musste kurz niesen. Tut mir leid. Die haben alle nicht so wirklich was zu sagen. Wie kann ich dir... Ah, was ist denn los? Wie kann ich dir helfen? Gegenstand... Ich habe etwas. Gegenstand zurückbringen. Ja, krieg ich vielleicht was für, ne? Bei einem Nachteinsatz ist eine Clear Sky-Einheit aus dem Wildschweinbau gestoßen. Das ist vermutlich zu spät, die Männer zu retten, aber der Kommandant der Einheit besitzt eine modifizierte PBM. Die Pistole kann der Fraktion davon nutzen sein. Bringen Sie zurück, ja klar. Machen wir. Also wir fragen jetzt mal kurz nach Quest. Was machst du hier? Nichts, okay. Du hast auch nichts. Hast du irgend... Du hast eine schöne Flinte. Kann ich dir helfen? Gar nicht. Okay, handeln. Hast du auch nix? Ihr habt alle schöne Flinten. Handeln? Hast du auch nix? Okay. Also nichts Wichtiges. Same. Sehe nicht so viel, aber es könnte auch daran liegen, dass ich gerade Lichteinfall hier so ein bisschen habe. Aber ich habe schon einen Gaming-Mod an, also eigentlich. Ne? Also nicht. Hallo. Du hast auch nix? Okay. Gott, was bist du denn? Du scheinst wichtig zu sein.
Mit dem können wir die ganze Zone zukleistern. Du bist wichtig. Du hast doch das Hilfesignal vom zweiten Außenposten gehört, oder? Geh und hilf ihnen. Okay. Vergiss nicht, ein guter Schütze lässt seine Waffe immer zur richtigen Zeit sprechen. Halt dein Maul. Die schnacken auch nur hier. Von denen hat doch scheinbar keiner eine Quest. Ich glaube, Leute mit Quests haben auch hier dieses Dingenszeichen. Den Kreis. Gut, wir schnacken noch kurz mit ihmchen. Kein guter Zeitpunkt zum Plaudern, mein Freund. Hast du es nicht mitbekommen? Na, wenn du das nächste Mal im Sumpf bist, vergiss es. Würde ich nie. Okay, dann haben wir jetzt mit allen geschnackt und dann gehen wir jetzt mal kurz zu dem Außenposten. Wir haben jetzt schon 26 Minuten. Ich würde sagen, mit ihm reden wir das nächste Mal und gehen raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, gleich seid ihr auch beim nächsten Part noch dabei. Es kommt täglich. Wochenende muss ich mal gucken, vielleicht nicht täglich. Also vielleicht nur montags bis freitags. Bis dahin, haut rein und tschüss.